Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrischmarschier vor einem wunderschönen guten Tag. Hey. In der letzten Folge sind wir ja beim Umbra bekämpfen gewesen und beim Kalken. Und ja, jetzt machen wir jetzt weiter. Und jetzt haben wir ja in der letzten Folge die Düngerherstellung gekauft und jetzt werden wir mal schauen, ob die funktioniert. Ich habe inzwischen schon einmal den Rest eingefüllt. Und ja, das läuft schon einmal. Mist oder Kompost sind noch 900 und Gülle und Gerbreste sind auch noch drin. Das, was wir jetzt noch gehabt haben oder schon gehabt haben im Stall. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir kurz einmal da her. Die Übersicht. Gülle haben wir 400 Liter knapp. Und Mist 89 Liter, das passt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir kurz einmal da rein. Ah, da ist wieder was zum Wegrahmen. Und dann machen wir das schnell. Jo. Lassen wir mal die Zeit auf 15 laufen. Würde ich sagen, passt dann. Ah. Lenkgeschwindigkeit. Warum nimmst du es nicht auf? Jetzt halt nochmal gehen. So. Kommen wir schnell bei den Bühnen vorbei. Weil wir gerade da daneben sind. So passt es eigentlich. Oder? Nein, da ist noch was. Passt, lassen wir mal da stehen. Der kalkt noch. Oder der hat erst gerade angefangen vor der Aufnahme. Der entfernt gerade noch den Rest von Unkraut. Dann würde ich sagen, schauen wir nur kurz auf die anderen Felder vom Wachstum her, was wir brauchen. So, gepflügt haben wir nicht. Das passt auch, das passt auch. Jo. So, der ist gleich fertig. Ich sag, wenn wir das dort hin. Oder holen wir den Rest von der Gülle gleich mal. Können wir das schon wieder voll machen. So. Lenkeinschlag ist auch nicht so. Aber naja. Müssen wir noch ein bisschen üben. So. Schauen. Ja. Na. Ah. So, es passt. Dann fahren wir noch da her. Mal ein paar Liter wieder drin. Ah, der ist halt leer, aber das müssen wir gleich machen. Machen wir das schnell. Okay, der ist wieder vorletzten Bahn oder so. Dann machen wir das zu. Fahren wir mit dem schnell den Rest holen. Was noch beim Händler steht. Ich glaube, das wird reichen. Mal das zu machen. Machen wir das hier halt auch noch zu. Passt. So. Machen wir mal zum Händler. Ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen. Und ja. Das freut mich dann, wenn es euch gefällt. Mal ja den neuen Traktor da gekauft. Mit der Kombi, was jetzt drauf ist. Das bleibt auch so. Ändere ich nichts. Vielleicht einmal ein Geschwindigkeitsupdate, aber für das reicht es von der Geschwindigkeit her. Dann müssen wir heute noch was anderes machen. Aber dazu gleich mehr.
kaufen wir noch so einen IBC-Container. Ah, das gibt's nicht. Ah, der Kohlerei ist voll. Oh. Das ist noch was drin, dann fahren wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal wieder. Aber wir haben schon einmal was wieder aufgefüllt. Und die Wiesen waren nicht schlecht, wenn wir die hätten. Dann könnte man noch mehr Silage machen oder so. Das fällt da auch. Ja, das war halt eigentlich der Hit, wenn wir sowas haben. Aber das werden wir uns dann bald einmal kaufen. Gut, jetzt gehen wir wieder weiter. Das restliche Unkraut bekämpfen. Dann gehen wir eigentlich die Zeit vorspulen. Ah, jetzt muss der Volker fertig sein. Ja. Falsche Tasten gedrückt. So. Unsere Arbeitsbreite nutzen, knapp. Kann man hintersetzen? Denk mal irgendwo, oder? Ah. Oh, dann machen wir das schnell fertig. Und dann schauen wir, was der Düngerzustand sagt. Kann man noch hintersetzen. Bumm, vorhinter. Warum nimmst du nicht den Rest damit? Was noch so? Warum macht das der Helfer? Ah, ich verstehe es nicht, warum das nicht funktioniert. Was haben wir jetzt? 500 Liter und warum kann ich es nicht aufheben? Dann muss ich da jetzt erst das Deckung an. Das geht nicht. Ist der Trigger von weiter oder so? Geh nicht, warte jetzt mal kurz. Ja, noch hinten weiter. Ja. Geh nicht.
Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert da. Jo, muss ich dann nach der Aufnahme schauen. Dann berichte ich im nächsten Video darüber. Füllen wir die 6 Liter noch da rein. Durch eine Panda. Und warum nimmst du es nicht? Mann, 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 Mann. Wer war das? Ein bloßer Helfer. Ich hab doch nur die zwei. Ja, egal. Na, lassen wir das einmal da stehen. Schauen wir kurz einmal auf die Felder. Die müssen wir dann düngen. Haben wir Pflanzenwachstum schnell oder langsam? Ah, schnell. Oh, was? Dünger schon wieder leer. Gibt's nicht. Jo, dann schauen wir einmal. So, dann gehen wir wieder auffüllen. Oder braucht es noch Kalk? Oh. Ja, dann würde ich sagen, füllen wir das mit Dünger auf und dann geht's endlich. Wartet kurz. Öffnen. Dünger. 2000 Liter haben wir schon drin. Also können wir uns schon von eigenem holen. Dann fahren wir mal zu unserer eigenen Düngerproduktion. Da brauchen wir noch Lichter da am Hof. Zu dunkel. Passt. Der ist jetzt fertig. So, dann starten wir den. Machen wir mal die Licht und kloppen wir das Ganze zusammen. Stellen wir das auf den Hof. Und dann lassen wir den Düngerstreuer da fahren. Und den Rest, was wir noch nicht haben, können wir ja zukaufen. Das machen wir dann auch. Weil das haben wir noch zu wenig. Den lassen wir jetzt einmal da stehen. Würde ich sagen, machen wir da 50% voll den Dünger da. Aber weg von. Komm schon, dahinter. Schau mal, damit wir das fertig düngen da. Ja, so. Und dann geht's aufs Feld. Würde ich sagen, war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt euren Kommentare.
Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, vergesst natürlich nicht zu abonnieren, das wird mich unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, ciao.